Ove Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns, Teil 7, Krieg und Frieden, Psychopathen und Empathie. Vielen Dank für die vielen, vielen, vielen schönen Kommentare, Zuschriften auf allen sozialen Plattformen, die mir wohl danken für meine neue Serie Krieg und Frieden, nach Tolstoi benannt. Und das motiviert mich natürlich und ja, zeigt, dass ich wohl hier und da mit meinen Aussagen den Geist der Zeit treffe. Das freut mich. Überwiegend, also 99,9% positive Kommentare. Es waren bis jetzt 2 Trolle, die regelmäßig Kommentare, typische Troll-Kommentare hinterließen. Dass natürlich alles Blödsinn sei. Der eine war ein Kriegsspiele-Zocker, da habe ich geguckt, der hat irgendwie 20, 30 Videos nur Kriegsspiele drauf. Hat mich aber ermahnt, mich auf die russische Seite zu schlagen, von meinem Verständnis her. Also selbst einer, der nur rumzockt. Und der andere war ein typischer Troll, also hatte ich jetzt auch schon einige in den letzten Jahren, die nur ihr Profil anlegen, um einfach zu kommentieren. Also selbst nichts veröffentlichen, nur kommentieren. In diesem Sinne, seid nicht sauer, wird blockiert direkt. Ja? Es sei denn, es ist mal konstruktive Kritik, die habe ich aber zu 99% noch nie von diesen Leuten bekommen. Insofern geht es weiter in Teil 7, Krieg und Frieden. Und ich bin inspiriert worden von einem Bericht auf ZDF dieser Tage über einen freiwilligen Soldaten, ehemaligen, er betonte wirklich ehemaligen Soldaten der Bundeswehr, der wohl auch in Afghanistan gekämpft hat, aber nun wohl angeblich offiziell ausgeschieden ist. Und dann war ein kompletter 30-Minuten-Film, vielleicht werde ich es verlinken unter diesem Video, wenn ich dran denke, über diese Freiwilligen, natürlich komplett eingepackt, man kann die Gesichter nicht erkennen. Ein Bericht über die Söldner, die jetzt in Russland, in der Ukraine gegen die Russen kämpfen. Ich finde es grundsätzlich schon mal absurd, wenn es hier Leute gibt, in dem Bericht wurde das wenigstens auch wahrheitsgemäß berichtet, da sind totale Spinner, irgendwelche Kinder, die wirklich nur Playstation-Spiele und Computerspiele hatten und die jetzt denken, irgendwie ins große Abenteuer zu gehen, indem sie da ein bisschen Krieg spielen. Grundsätzlich finde ich es äußerst verwerflich, wenn man freiwillig sowieso, also wie soll ich es euch sagen, irgendwie nicht beteiligt ist und dann irgendwo in den Krieg eingreifen möchte, eigentlich nicht zu den beteiligten Parteien gehört, Ukraine, Russland in diesem Fall, und dann dort sagt, ich gehe in den Krieg für diese Partei und werde dafür kämpfen. Ich finde das schon ein bisschen seltsam. Also man muss irgendwie ein bisschen lebensmüde sein, definitiv. Aber das müssen die Jungs im Resthirn, was sie da noch haben, sowieso mit sich ausmachen. Was mich viel mehr ärgert, ist, dass wahrscheinlich diese Kämpfer dort sich nie Gedanken um die Geschichte Russlands gemacht haben, sich nie Gedanken gemacht haben, was diesem Volk in seiner Geschichte widerfahren ist. Vor allen Dingen zweimal aus dem Westen angegriffen, Napoleon und auch Hitler. Und 2 brutale Kriege inklusive des Bürgerkriegs während der kommunistischen Revolution, Oktoberrevolution und danach Weißgardisten, Rotgardisten, ein Land, was so viel Blut gesehen hat wie kaum ein anderes. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man vielleicht, ach, die haben schon so viel Blut in ihrer Erde, da kann ich noch mal ein bisschen rumballern. Aber wenn man es weiß, sagt man einfach, nee, lass dieses Volk, lass dieses Land, lass diese Leute, diese Gegend. Der Boden ist genug getränkt vom Blut. Und nun hoffe ich nur, weil hier gerade ein Anruf kommt, dass jetzt das Klingeln des Anrufes nicht zu hören ist. Ärgert mich jetzt gerade. Ja, und damit vielleicht mal die Leute wissen oder damit auch vielleicht der Nächste, der zufällig mein Video hört und eigentlich danach in den Krieg gegen Russland ziehen wollte, weiß, gegen was für ein Volk und was für ein Land er kämpft, will ich heute mal zitieren die Fakten, die Hermann Plopper in seiner letzten Apolut History-Ausgabe, kann ich äußerst empfehlen, wer es Hermann Plopper, History Apolut, alle Folgen, er richtet quasi, unterrichtet nochmal Geschichte
Und zwar die Dinge nennt er, die bei uns im Geschichtsunterricht gerne bewusst nicht vermittelt werden. Andere Perspektiven auf die Geschichte und vor allen Dingen andere Fakten. Und Hermann hatte in der letzten, gerade aktuellen Tagesdosis, die werde ich auch versuchen zu verlinken, habe ich auch im Video vor mir, original Hermann Plopper, im Video, also was vor diesem Video veröffentlicht wurde, zwischen Teil 6 und Teil 7, das ist noch Hermann Plopper, spricht dort das ein, was ich jetzt auch kurz nochmal sage. Nur kann man es gar nicht oft genug wiederholen und den Leuten bewusst machen, mit wem man sich anlegt, wenn man Russland bekriegt und was die Motivation Russlands ist, keine NATO-Truppen in seine Nähe zu lassen. Ich lese jetzt vor, die sowjetischen Verluste im Zweiten Weltkrieg. Ihr könnt gerne mitschreiben, solltet ihr auch, aber schreibt es euch vor allen Dingen hinter die Ohren, vor allen Dingen die Irren, die jetzt gegen die Russen kämpfen wollen. 28 Millionen zivile und militärische Opfer. 40.000 Krankenhäuser wurden zerstört. 84.000 Schulen wurden zerstört. 43.000 öffentliche Bibliotheken wurden zerstört. 31.000 Fabriken wurden zerstört. 65.000 Quadratkilometer Gleisanlagen wurden zerstört. 2.900 Maschinen- und Traktorenparks, Stationen mit unendlich vielen Fahrzeugen wurden zerstört. 20 Millionen Schweine starben im Krieg. 7 Millionen Pferde starben im Krieg. 17 Millionen Rinder starben im Krieg. 6 Millionen niedergebrannte Gebäude. 25 Millionen Menschen obdachlos. 209 Städte in Weißrussland wurden dem Erdboden gleichgemacht, einschließlich der Hauptstadt Minsk. 209 Städte allein im kleinen Weißrussland. Und Minsk war platt. Quelle Hermann Plopper, History Apollut. Ich musste jetzt eine symbolische Schweigeminute, auch wenn es nicht ganz eine Minute war, hinter diese Fakten stellen, weil mich das unheimlich betroffen macht. Der Stalingradfisch in meinem Auto. Wer meine Teile verfolgt hat, weiß, warum ich den hier drin habe. Der Trockenfisch aus Stalingrad vom deutsch-russischen Soldatenfriedhof. Mahnt mich wieder, so oft wie möglich und so viel wie möglich etwas zu tun, damit es nie wieder zum Krieg mit Russland kommt, damit es Frieden gibt auf der ganzen Welt mit allen Menschen. Hinter diesen Fakten, mithilfe dieser Fakten, müsst ihr euch jetzt hineinversetzen in die Berichterstattung der westlichen Medien, die letzten 8 Jahre ganz verschärft, seit dem Maidan-Putsch, aber auch schon davor. Wie man mit Russland umgeht, mit dem Hintergrundwissen dieser Fakten. Und das Wissen, das weiß der wilde Westen, also die Redaktionen. Ich rede jetzt von den ganz großen Chefs. Die, denke ich, haben alle die Fakten, genau wie unser Herr Steinmeier und unsere Geheimdienstleute und alle unsere Politik. Die wissen das, was man Russland angetan hat. Und trotzdem stellen sie sich hin und rufen zu Waffenlieferungen auf. 100 Milliarden Euro Waffen aufrüsten. Waffenlieferungen Richtung Ukraine im Krieg gegen die Russen. Ich habe euch eben vorgelesen, was geschichtlich auf unseren Schultern lastet. Zweierlei Maß. Auch schon in einem dieser Videos gesagt, Israel mit 10-mal Samthandschuhen, was auch berechtigt ist, 6 Millionen Tote. Ich habe euch eben vorgelesen, was die Sowjetunion für Kriegsschäden hatte. 28 Millionen zivile und militärische Menschenopfer. 28 Millionen. Und all das, was ich noch vorgelesen habe.
und wir beschmeißen und bespucken sie medial, Mainstream-medial, von den Amerikanern angeführt und von den NATO-Ländern mit Schmutz und mit Dreck. Und Nazi-Bataillone wie das Azov-Bataillon werden mit Waffen beliefert und kämpfen russophob und russenhassend gegen Russland. Hier läuft etwas gewaltig schief, Freunde der Nacht. Manchmal fehlen einem die Worte, also als ich die Zahlen hier gelesen habe. Das wird nämlich nicht in der Tagesschau gesagt. Das findest du nicht in den Schulbüchern aktuell. Glaube ich nicht mehr. Ich glaube, in der DDR hatten wir das noch in den Schulbüchern. Genau diese Zahlen, glaube ich, mich zu erinnern, standen in den Geschichtsbüchern. Neben den jüdischen Zahlen. Stehen die heute auch noch in den Geschichtsbüchern? Da würde mich mal interessieren. Aufruf an junge Leute oder Eltern. Fragt mal eure Kinder, die irgendwie in der Schule den Zweiten Weltkrieg behandeln, ob das noch in den Geschichtsbüchern steht. Das würde ich gern wissen. Und wenn es nicht drin steht, wisst ihr auch, warum so viele leichtfertig jetzt für die Ukraine und gegen Russland auf die Straße gehen, für Frieden. Jetzt plötzlich, nachdem sie all die Kriege vorher geschwiegen haben und weggeguckt haben. All diese Doppelmoral, diese Heuchlerei widert mich an hier. Sie gehen dann auf Friedensdemonstrationen, wenn die Tagesschau und der Mainstream dazu aufruft. Sie gehen dann zu Black Lives Matters, wenn die Tagesschau und der Mainstream dazu aufruft. Sie gehen dann zu Fridays for Future, wenn die Tagesschau und der Mainstream das unterstützt und dazu aufruft. Die Menschen bewegen sich, wie schon mal gesagt, wie Lemminge. Die Medien richten den Fokus auf etwas und die Lemminge hetzen hinterher, übernehmen eins zu eins das, was der Mainstream sagt. Nicht das, was er verschweigt, wissentlich. Das ist die größte Propaganda, das Verschweigen der Wahrheit. Nicht nur das Verbreiten von Lügen. Und dann rennen sie alle in die Richtung oder die Richtung und fühlen sich noch toll dabei und denken, sie sind up to date. Ich erinnere mich an ein Sprichwort, was sagt, es gibt Menschen, die denken, wenn sie Zeitung lesen, wüssten sie, was in der Welt passiert. Aber wer Zeitung liest oder die Medien konsumiert, der weiß nur, was in der Zeitung steht und was die Medien ihnen sagen. Der hat noch längst keine Ahnung, was in der Welt passiert, ihr Lieben. Macht euch mal Gedanken. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Krieg und Frieden. Psychopathen und Empathie. Das, was ich euch vorgelesen habe, die sowjetischen Verluste im Zweiten Weltkrieg, das haben Psychopathen angerichtet. Absolute Psychopathen, die empathielos waren. Nie wieder Krieg mit Russland. Möge es jetzt so schnell wie möglich friedlich werden und mögen ernsthafte Verhandlungen stattfinden, ohne militärische Provokation. Druzhba heißt Freundschaft mit allen Menschen der Welt.